Hallo zusammen, ich habe ein paar Videos gemacht über das Einfrieren von Fisch in Norwegen. Prinzipiell mal eine Aussage zum Einfrieren. Es gibt ja das sogenannte Schockfrosten oder das schnelle Einfrieren von Fisch oder von Fleisch und sonstigen Lebensmitteln. Warum schnell einfrieren? Ein Fisch besteht eigentlich mehrheitlich aus Wasser, wie auch Fleisch und Gemüse und Ähnlichem. Wenn ich Wasser einfriere, langsam entstehen große Eiskristalle. Wenn ich das schnell durchfriere, entstehen kleine Eiskristalle. Wenn ich also kleine Eiskristalle habe gegenüber großen Eiskristallen, habe ich bei den kleinen Eiskristallen den Vorteil, dass die Zellwände des Fleisches, Fisch oder Gemüse nicht so zerstört werden, wieder, wenn ich große Eiskristalle bilde. Ihr kennt den Begriff Gefrierbrand. Das ist an sich kein Brand, sondern das ist, wenn ein Produkt eingefroren wird, wieder aufgetaut wird, wieder eingefroren wird, wieder aufgetaut wird. Wenn ich das Produkt aber langsam einfriere, entstehen eben diese großen Eiskristalle und diese zerstören die Zellwände und das schädigt das Produkt. Aus diesem Grund sollte ich ja beim normalen Haushaltstiefkühler den vorher auf die Supertaste stellen, dass ich Temperaturen habe von minus 30 Grad und dann lege ich die Ware rein. Und da die Ware schön verteilt auf irgendwie nicht ein Klumpen rein, sondern viele Einzel, dass Luft zirkulieren kann und so weiter. So, dass die Ware schnell durchfriert. Dass kleine Eiskristalle entstehen beim Einfrieren. In der Industrie wird mit Schockfrostung gearbeitet, das heißt tiefe Temperaturen, 30, 40 Grad unter Null und große Luftmengen. Also heißt ein großes Gebläse, was die Luft zirkuliert. Oder noch größere Industrie, da wird mit Stickstoff gearbeitet, da wird flüssiger Stickstoff auf die Ware gekippt oder gesprüht oder teilweise fast gebadet drin. Dann habe ich eine Oberflächentemperatur von 160 Grad. Da habe ich so ein Stück Fleisch, habe ich dann in 2 Minuten durchgefroren. Da sind dann wirklich ganz kleine Eiskristalle und da ist auch die Qualität gut. Zum Beispiel Gemüse, was geerntet wird, das wird fast fliegend gefroren. Das heißt, in meinem Luftkanal, wo die Luft hochfliegt, Luft hochströmt, wird das Gefriergut oben eingeschüttet und dann fällt es im Luftstrom gegen unten. Ich habe also ein Gegenstromverfahren und eben extreme kalte Luftleistung, was zu einem schnellen Einfrieren vom Produkt führt. Aus dem Grund sind auch Tiefkühlgemüse aus dem Supermarkt besser, als wenn ihr das zum Beispiel bei euch in der Tiefkühltruhe einfriert, dann ist es ein bisschen so lampig oder so schwabberig, wenn man es wieder auftaut. Das wollte ich eigentlich sagen, also wenn ihr dann Fisch einfriert, zuerst die Temperatur runterkriegen, das was ich da gemacht habe, Flaschen reinbeigen wie ein Weltmeister oder Wasser reinbeigen und dann langsam durchfrieren, das ist schlecht. Also die Truhe muss runter auf die Temperatur und dann wirklich, wenn ihr in Norwegen seid oder so, Fische filetiert, flach rein, Einzelluft dazwischen oder sogar an die Seite klatschen, ans Kühlelement, dass da die Temperatur gerade aufgenommen wird und das Filet schnell und rasch durchgefroren wird. Ja, das soll es gewesen sein zum Nachtrag. Fisch einfrieren und Zellstruktur und was dazugehört. Ich wünsche euch... Hier mache ich euch die Videos von der Truhe, wo ich den Fisch einfriere und hier das Video, wo ich den Fisch in der normalen Truhe einfriere, wo ich also kaum auf Leistung komme.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.